Also vielleicht bist du jüdisch und möchtest gern anfangen, Schabbat zu halten. Oder vielleicht möchtest du einfach nur besser verstehen, was deine jüdischen Freunde tun oder warum dein jüdischer Kollege freitags früher nach Hause geht. Zwei Aspekte sind wichtig. Warum feiert man Schabbat und wie? Also, warum? Schabbat ist das wichtigste Element des jüdischen Lebens für quasi fast alle Juden. Die Tora sagt in Kapitel 1, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen und am 7. Tag ruhte er. Um das zu betonen und die Umwelt zu schätzen, hören auch wir Jüdinnen und Juden auf, Dinge zu schaffen. Wir leben unser Leben in Bezug auf Räume und Dinge. Wir gehen zu Orten, machen Dinge, kaufen sie oder reparieren sie. Wir müssen uns auf die materielle Welt konzentrieren. Im Alltag können wir dies achtsam tun, doch der Schabbat ist ein Manöver in eine Welt der Zeit. Wir hören auf zu machen, zu kaufen oder zu reparieren. Das ist, wie Rabbiner Abraham Joshua Heschel sagte, der Eintritt in das Heiligtum der Zeit. Es ist schwer, Telefon, E-Mails, Putzen, Besorgungen zu stoppen, aber darum geht es, Zeit für etwas Heiliges zu stoppen. Das verbindet dich nicht nur mit Gott, sondern auch mit dir selbst und mit der Gemeinschaft des jüdischen Volkes. Es schafft einen Lebensrhythmus mit einer Ruhe alle 7 Tage. Jetzt zum Wie. Man sagt, dass Schabbat ein Tag der Nichtarbeit ist oder ein Tag der Ruhe. Die jüdische Tradition hat 39 Kategorien schöpferischer Arbeit definiert. Pflanzen, bauen, Dinge raus- und reintragen, das sollte man am Schabbat nicht tun. Orthodoxe Juden leiten daraus ab, dass es noch viel mehr bedeutet. Keine E-Mails, keine Einkäufe, kein Autofahren, Kochen oder Verwenden von Technologie. Schabbat ist aber viel mehr als das, was nicht gemacht wird. Schabbat halten bedeutet eine heilige Zeit. Menschen lassen den Schabbat anbrechen, indem sie bei Sonnenuntergang Kerzen zünden und ein Abendessen haben mit Chalot, Wein und Liedern. Und sie gehen morgens in einen Gottesdienst und hören den Abschnitt aus der Tora, haben ein gutes Mittagessen mit Freunden oder ein Picknick im Park. Es ist Zeit für Mittagsschlaf, Spaziergänge in der Nachbarschaft, Zeit für Bücher, Textstudium, Spiele, jede Menge leichte Beschäftigungen. Schabbat endet bei Einbruch der Nacht mit einer Kerze und einem Ritual, das Haftalah heißt. Es gibt Millionen von Weisen, wie man Schabbat feiern kann. Wenn du mehr wissen willst über Challah, Kerzen, Lieder und Lobsprüche, dann gibt es viele Ressourcen für dich. Rabbiner Heschel sagte, dass nicht die Dinge dem Augenblick seine Bedeutung verleihen, sondern der Augenblick gibt den Dingen ihre Bedeutung. Sich einen Tag zu nehmen, um so zu leben, kann ein Gefühl der Ganzheit oder auf Hebräisch Shalom bringen. Also lasst uns enden mit dem Wunsch, den man am Schabbat sagt, Schabbat Shalom.